So, kommen wir mal zu der Befüllung / Entlüftung des Systems. Hier wird häufiger gesagt, ist beim E39 und beim E46 genau gleich. Kommt drauf an, welcher Motor drin ist. Der Diesel zum Beispiel hat die Zusatzpumpe drin, ist völlig anderes Entlüften als hier. Hier die Schraube, die Entlüftungsschraube ist rausgedreht. Jetzt wird hier so viel Flüssigkeit eingefüllt, bis sie hier rausläuft. Zeige ich euch jetzt kurz. Ja. Hier gerade Wasser aus. Schön vorsichtig mit der Entlüftungsschraube. Am besten ersetzen durch eine neue. Nach fest kommt ab. Wenn sie gebrochen ist und der Schraubenschaft da drin sitzt, hat man ein Problemchen. Also hier locker mit 2-3 Fingerchen anziehen. Reicht locker. So, jetzt die Schläuche von Hand drücken, um noch im Schlauch vorhandene Luft rauszudrücken. Vor und hinter dem Thermostatventil, beides will gedrückt werden. Der Flüssigkeitsstand steigt und sinkt. Schauen wir uns das Kühlsystem genauer an. Hier befindet sich ungefähr der höchste Punkt des Motors. Ein wenig tiefer gelegen im Motor sind die Kühlwasserkanäle, also der höchste Punkt der Kühlwasserkanäle im Motor. Wenn wir jetzt allerdings in der Waagerechten ein wenig nach oben wandern, kommen wir nach hinten gelegen zum Wärmetauscher. Dieser liegt höher als der Motor. Das bedeutet, dass sich im Wärmetauscher Luft befindet, während der Flüssigkeitsstand im Motorbereich völlig in Ordnung ist. Das sind 5 bis 10 cm Unterschied. Durch diesen Unterschied bedingt befindet sich oben im Wärmetauscher höher gelegen noch Luft, während die Füllstandsanzeige schon voll befülltes System anzeigt. So, jetzt starten wir mal den Motor und gucken mal, was passiert. Und siehe da, Blasen steigen auf. Der Gasstoß kam jetzt erstmal, damit meine Gasanlage anspringt und ich hier nicht teures Benzin. Jetzt ist zu sehen, die Pumpe der Standheizung versorgt jetzt das höher gelegene System Wärmetauscher mit Wasser. Deshalb sinkt hier der Kühlflüssigkeitsstand und es entstehen diese Blasen. Heizungstemperatur 32 Grad bitte einstellen und dann schön die Lüftung im unteren Bereich. Hauptsache, das Ventil für die Heizung ist geöffnet. Oh, schon heiß.
destilliertes Wasser zapfe ich nachher ab, wenn das System in Ordnung ist, und fülle dann das Ganze mit Frostschutz auf. So. Jetzt mache ich meinen Motor aus. Standheizung eingeschaltet. Man sieht wieder Luftblasen. Es wird noch ein bisschen dauern, bis das System entlüftet ist. Ich habe es natürlich hier einfacher, weil ich einfach die Pumpe von der Standheizung anmachen kann. Aber eigentlich ist das Ganze kein Problem. Das Fahrzeug in eine Steigung bringen und mit Gasstößen 3.000 bis 4.000 Umdrehungen dann das System entlüften. Dadurch wird dann die Luft in Richtung Ausgleichsbehälter transportiert, sammelt sich dort und der Füllstand kann einfach durch Wasser auffüllen, dann bei kaltem Motor korrigiert werden. Hier jetzt zu Demonstrationszwecken mal die Gasstöße und dann kann man sich angucken, was eigentlich im Kühlsystem passiert. Ja, warum die Gasstöße? Wenn sich die Motordrehzahl erhöht, erhöht sich auch die Umdrehungsgeschwindigkeit der Pumpe und somit die Fließgeschwindigkeit im System. Vorhandene Restluft wird dann aufgrund dieser Fließgeschwindigkeit einfach mitgerissen und sammelt sich im Ausgleichsbehälter. Das Thermostatventil, hier links am Rand zu sehen, ist für das Kühlsystem von immanenter Bedeutung. Das Kühlsystem ist unterteilt in den kleinen und den großen Kühlwasserkreislauf. Der kleine Kreislauf umfasst den Ausgleichsbehälter, den Wärmetauscher und den Motor. Der Kühler vorne wird erst dann durchströmt, wenn das Thermostatventil geöffnet hat. Das Thermostatventil öffnet bei einer Kühlwassertemperatur zwischen 98 und 105 Grad. Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, dass der gesamte Kühlkreislauf vom Kühlwasser durchflossen wird. Das umfasst A, das geöffnete Thermostatventil und B, ein geöffnetes Heizungsventil. Denn nur wenn das Heizungsventil geöffnet ist, wird durch die Wasserpumpe das Kühlwasser auch durch den Wärmetauscher gepumpt. Deshalb sollte die Heizung auf 32 Grad gestellt werden und die Drehzahl des Lüftungsgebläses im unteren Drittel sich befinden. Wenn jetzt noch der Höhenunterschied zwischen Motor und Wärmetauscher dadurch angeglichen wird, dass der Wagen vorne hoch steht, von der berühmten Schrägen im Parkhaus, dann kann so relativ einfach bei geöffnetem Heizungsventil, geöffnetem Thermostatventil und Gasstößen zwischen 3.000 und 4.000 Umdrehungen das ganze System entlüftet werden. Da braucht es dann auch keine Zusatzpumpe. So, bei der nun folgenden Probefahrt ist zu erkennen, dass die Kühlwassertemperatur noch nicht in der Mitte ist, aber aufgrund der Motorwärme das Öl noch eine gewisse Temperatur von hier ca. 60, 65 Grad hat. Durch die nun folgende Fahrt sollte das Thermostatventil vollständig öffnen und gleich der Anzeige der Kühlmitteltemperatur auch in der Mitte stehen. Keine 2 Minuten später sieht die Anzeige richtig gut aus. Der letzte Test wird eine Autobahnfahrt sein bei höheren Geschwindigkeiten 140, 50, 60 und dabei kann ich schauen, ob dann die Kühlwassertemperatur wieder fällt.